In Wavi Profi 3 gibt es diesen sogenannten Serviceauftrag, den wir auch Reparaturauftrag nennen könnten. Was könnten wir damit in der Praxis machen? Der Kunde kommt zu Ihnen und sagt: Da, lieber Chef, hast die Waschmaschine, die geht nicht mehr, reparier's, schau mal nach und so weiter. Da könnten Sie diesen Auftrag jetzt erfassen, indem Sie hier auf Serviceauftrag gehen. Sie klicken auf Neu, um einen neuen Serviceauftrag anzulegen. Dann muss natürlich der Kunde als allererstes mal bekannt sein. Wenn der Kunde bekannt ist, können Sie ihn einfach auswählen oder hier schnell zum Kundenstamm springen, einen neuen Kunden anlegen und den dann sofort in der Auswahlliste zur Verfügung haben. Wir klicken jetzt nun auf Ausgewählten Kunden übernehmen. Wenn das Gerät eine Herstellerseriennummer hat, so also eine eindeutige Kennzeichnung, dann würde ich Ihnen empfehlen, die Seriennummer oder diese eindeutige Kennung hier einzuscannen oder abzuschreiben, also einzugeben. Ganz einfach, weil wenn Sie fünf baugleiche Maschinen da haben, was eher unwahrscheinlich ist, aber durchaus theoretisch möglich ist, dann können Sie die Geräte aufgrund der Herstellernummer dann auseinanderhalten und dem richtigen Kunden zuordnen. Weil es gab es alles schon in der Praxis, nur so viel am Rande. Hier haben Sie Schnellwahltexte, die Sie frei hinterlegen können. Und da haben Sie die Möglichkeit, Texte, was weiß ich, Festplatte, ja, Fehler prüfen, Antivirus-Software installieren, Windows aktualisieren, keine Ahnung, was es so alles gibt. Oder bei einer Waschmaschine Keilriemen neu spannen, was weiß ich, oder Kohlebürsten auswechseln. Da können Sie so Texte definieren, die Sie sich dann sichern könnten und dann ganz einfach per Klick zur Auswahl einfügen könnten. Natürlich können Sie auch freie Texte hier eingeben. Und Sie können auf der linken Seite haben Sie das Sichtfeld für den Kunden und hier für den Mitarbeiter. Da können Sie einfach die Texte von links nach rechts übernehmen für den Mitarbeiter, könnten aber an dieser Stelle auch nochmal mitarbeiterspezifische Texte einfügen oder über diese Combo-Box, die Sie hier ebenfalls separat definieren können, einfach anklicken und dann dementsprechend den Text übernehmen lassen. Das klingt jetzt easy, das ist es auch. So, dann speichere ich das Ganze ab. Ja, und nun sollten Sie sich natürlich diesen Serviceauftrag vom Kunden unterschreiben lassen. Dass Sie sagen: Pass mal auf, Kunde, du gibst mir den Auftrag, bitte bestätige mir, dass du mir den Auftrag gegeben hast. Diesen Serviceauftrag können Sie im unter Fragezeichen Report der Ausdrucke auch noch editieren, das heißt nach Ihren Bedürfnissen gegebenenfalls anpassen. Und wenn es passt, können Sie es hier einfach ausdrucken. Idealerweise sollten Sie einen getätigten oder einen aufgenommenen Serviceauftrag für Ihren Mitarbeiter mit ausdrucken. Und Sie würden diesen Serviceauftrag nun an die Waschmaschine oder sonst irgendwas an die Festplatte mit dazu heften, damit der Serviceauftrag passend zum Gerät ist und derjenige, der das Teil repariert oder in Augenschein nimmt, sofort die richtigen Informationen hierzu hat. Ah, das ist ganz cool, das funktioniert sehr einfach. Jetzt gibt es die Option Teile hinzufügen. In den Systemeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, diese Option zu aktivieren oder zu deaktivieren. Hier Systemeinstellungen, Verschiedenes. Wenn Sie diese Option aktivieren, hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, wenn er diesen Auftrag gerade bearbeitet, könnte er sagen: Ich mache gerade den Auftrag, ich füge jetzt ein neues Teil hinzu. Dann hat er hier die Suchliste des Artikelstamms und sagt er: Ja, ich brauche hier Fang den Käfer und zwar zweimal. Dann könnte er einen Text noch eingeben, einfach auf Übernehmen klicken. So, und dann sagt er: Ich brauche das nächste Teil, brauche diesen Testartikel einmal. Und weil das Teil so komplex kaputt ist, brauche ich noch ein weiteres Teil, die Festplatte hier mit 921 GB. Diese Festplatte hat Seriennummern zugeordnet. Nun müssen Sie eine Seriennummer auswählen und müssen sagen: Okay, wenn ich dieses Teil verbaue, dann habe ich hier dementsprechend ja die Seriennummer 2, egal. Ich sage Übernehmen. Jetzt ist der Mitarbeiter fertig und sagt: Okay, das Ding läuft wieder. Jetzt kann er sagen: Pass mal auf, der Serviceauftrag ist abgehakt, der ist erledigt. Nun fragt Wavi Profi 3, ob dem wirklich so ist, dem stimmen wir zu. Und nun haben wir keine Möglichkeit mehr, Teile hinzufügen oder Teile anzuzeigen. Das habe ich jetzt vergessen zu tun. Machen wir einfach schnell einen neuen. Ja, gehen wir schnell irgendwas ein, speichert es ab. Nur damit Sie das sehen, hier sage ich Teile hinzufügen. Davon sage ich zweimal. Und davon, keine Ahnung, sage ich auch dreimal oder sechsmal. So. Solange der Serviceauftrag oder ein Serviceauftrag nicht abgerechnet ist, wie in diesem Fall,
Haben Sie die Möglichkeit oder hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, Teile sich anzeigen zu lassen? Dass er sagt, hier Teile, ach ja, von diesem Artikel, also das heißt, den hat er gebraucht, um das Teil zu reparieren, waren es ja nicht 6, sondern es waren etwas 4, da hat er sich vertan. Dann korrigiert er einfach mit den Pfeiltasten nach oben oder nach unten die Bestandsmenge oder gibt sie von der Hand direkt ein und drückt Enter. Dann auf Übernehmen. Und nun sind anstatt hier die lustigen Ninja-Kämpfer nicht 6, sondern 4 drin, gegebenenfalls. Oder genauso verhält es sich natürlich mit der Pumpe. Anstatt 2 mache ich 3 draus. Und nun kann ich sagen, Serviceauftrag ist erledigt. Einen erstellten und erledigten Serviceauftrag können Sie dann in der Rechnungskasse, im Rechnungsmodul dann verarbeiten. Das heißt, Sie können hier draufklicken und sagen, ich will meinen Serviceauftrag laden. Dann haben Sie eine Liste der noch nicht abgerechneten Serviceaufträge und könnten nun den von Ihnen gewünschten Serviceauftrag oben dann einfach laden. An der Stelle müssen Sie entscheiden, wie Sie abrechnen wollen, auf Bruttobasis oder auf Nettobasis. Wenn Sie einen oder die Informationen werden auch aus dem Kundenstamm genommen. Wenn Sie sagen, ich bin eine Firma und ich möchte standardmäßig Nettopreise haben, dann kommt sie auf Netto, ansonsten auf Brutto. Okay, nur so viel am Rande. Ich sage hier auf Übernehmen, das heißt, ich will diesen Serviceauftrag mit den lustigen Ninja-Kämpfer 4 mit den 3 Stück von der Pumpe übernehmen. Ja, ich will diesen Serviceauftrag laden. Ich möchte Sie bitte darauf hinweisen, nachdem Sie den Serviceauftrag geladen haben, ist keine weitere Bearbeitung des Serviceauftrags mehr möglich. Ist Ihnen auch hier angezeigt. So, jetzt ist der Serviceauftrag geladen. Sie sehen die Teile, die verarbeitet wurden. Und Sie könnten nun sagen, pass mal auf, ich brauche hier noch schnell irgendwas dazu. Diesen Artikel, den habe ich jetzt noch mit dazu gebraucht. Oder Sie sagen, Sie haben jetzt halt Lohn, also Arbeitslohn noch mit reingebraucht, dann könnten Sie 2 Stunden Arbeitslohn mit hinzubuchen und könnten dann ganz, ganz einfach hier auf Rechnung Lieferscheinangebot erstellen. Egal, machen wir es jetzt einfach so. Ich mache jetzt einfach eine Rechnung draus und schon ist gut. Na, ich will es jetzt nicht als E-Mail versenden. Und nachdem der Serviceauftrag ausgedruckt wurde, haben Sie ihn hier bei den Rechnungen, Lieferscheinen und Angeboten drin. Und je nachdem, was Sie beim Kunden hinterlegt haben, ist es eine Überweisung, ist es also eine Vorauskasserechnung, eine Lastschriftrechnung und so weiter und so fort. Also das Verwenden von Serviceaufträgen, Reparaturaufträgen ist sehr easy, ist sehr komfortabel und man kann einfach nicht sehr, sehr viel falsch machen. Bloß beachten beim Abrechnen, dass hier, wenn die sagen, ich bin fertig, dass man dann auch wirklich sagt, jetzt bin ich tatsächlich fertig. Das heißt, einen Serviceauftrag erst dann abschließen, wenn er auch wirklich erledigt ist.